Ich kam über die hohe Leite vom Tannenberg herunter. Es läutete eben Mittag und da merkte ich gleich, hier war alles Erdenkliche, Sonne und Schatten, Tag und Nacht. Und da hat er recht, der berühmte Schriftsteller Karl Zuckmayer, wenn er in seinem Werk »Als wär's ein Stück von mir« über den Tannenberg der Gemeinde Lochen schreibt. Kein Wunder, denn der Tannenberg ist mit seinen 786 Metern die höchste Erhebung im ganzen Bezirk Braunau. Entsprechend eindrucksvoll ist die Aussicht. Aber auch die Einsichten, Einblicke und Eindrücke, die die 2400 Einwohnergemeinde selbst zu bieten hat, sollte man nicht vergessen. Einen recht intensiven Eindruck für die Nase gibt's gleich einmal in der Schaukäserei und im Käsereimuseum Höfelmeier. Seit 1931 wird hier Käse hergestellt. Und wer wissen möchte, wieso etwas früher gemacht wurde, der sollte hier unbedingt einmal seine Nase hineinstecken. Aber Achtung, es riecht so gut, dass man sie so schnell nicht mehr wegnehmen will. Ein Einblick, der einem die Augen weit aufgehen lässt, den gibt's in der Filialkirche zum Heiligen Kreuz in Gebertsham. Von außen eine Kirche wie viele andere auch, aber wer den Flügelaltar sieht, der weiß, hier hat er etwas Besonderes entdeckt. Der Altar stammt aus der Hand des Meisters Gordian Guck und wurde um 1500 erbaut. Seit der Freilegung der Wandmalereien 1986 stellt die Kirche eines der seltenen, ganzheitlich erhaltenen gotischen Kulturdenkmäler dar und gilt damit als eine der überragendsten in ganz Österreich in ihrem Bereich. Wir befinden uns hier vor einem kleinen Juwel in der Gemeinde Lochen, weil die Kirche von Gebertsham erstens im Besitz der Gemeinde Lochen ist und nicht in der Pfarre, wie es üblich ist. Von dieser Kirche können wir auch Besonderheiten berichten, auf die wir natürlich sehr stolz sind. Als erstes hat der deutsche Bundespräsident Walter Scheel hier geheiratet. Als zweites können wir anmerken, dass der päpstliche Nuntius Dr. Squicciarini hier die Einweihung nach der Restaurierung vollzogen hat. Wir haben auch hier sehr viele Gäste während des Jahres, die nicht nur die Landschaft betrachten, natürlich auch diese wunderbare Kirche besuchen. Einerseits hat Lochen die Tradition, auf der anderen Seite steht das Moderne, zum Beispiel der Sport, mit allem, was dazugehört. Im Gesundheits- und Leistungszentrum haben die Lochener Gewichtheber ihr Zuhause und die sind richtig erfolgreich. Der Gewichtheberverein holte Anfang 1980 gleich 3 Staatsmeistertitel und war 1980 und 1984 mit 3 Hebern bei den Olympischen Spielen vertreten. Wir haben die ideale Trainingsbedingungen. Es ist sehr wichtig, also natürlich den Nachwuchs kann man nur so irgendwie herbringen, wenn man einfach die Bedingungen hat. Also wenn man in Wien anschaut, die müssen teilweise im Keller trainieren und wir haben durch Tageslicht und haben da ein wunderschönes Zentrum. Übrigens, für Nicht-Gewichtheber steht das Leistungszentrum auch als Reha-Einrichtung und Wellness-Oase zur Verfügung. Zu mir darf jeder kommen, von jung bis alt. Mein ältester Kunde ist 89 Jahre, mein jüngster ist um die 12 Jahre alt. Wir haben da Wellnessbereich mit Sauna, Infrarotkabine, Ruhemöglichkeiten. Wellness gibt's auch am Naturbadestrand Lochen am Mattsee. Wenn das Wetter passt, dann herrscht hier Wohlfühlatmosphäre. Und das nutzen nicht nur die Menschen aus der Gemeinde selbst. Auch aus Braunau und Umgebung kommen viele, um hier ein wenig auszuspannen. Wer länger bleiben möchte, der kann auch auf dem direkt angegliederten Campingplatz seine vorübergehende Bleibe errichten und es sich am besten mit Hilfe des Angebots der zahlreichen Nahversorger der Gemeinde gut gehen lassen. Denn da wird sicher jeder etwas für seinen Geschmack finden. Eine Bleibe für Unternehmen und Gewerbe, die hat Lochen auch zu bieten. Sogar 2 davon, die Gewerbegebiete Lochen und Kerscham. Also Lochen ist in Bezug Gewerbegebiet, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Wir haben 2 Standorte, unter anderem der eine direkt in der Gemeinde Lochen im Teil Kerscham und das zweite eigentlich sehr große ist in Verbindung in Kober mit Lengau, Neumarkt, Straßwalchen, Lochen. Wobei wir aber das Gewerbegebiet auch in Kerscham in den Kober eingebracht haben. Und somit natürlich sehr schlagkräftig sind, was anbelangt beim Betriebe Anfragen. Eine sofortige Umwidmung ist da innerhalb kürzester Zeit möglich. Sowohl große als auch kleine Betriebe finden in Lochen nicht nur Platz, sondern auch die richtigen Arbeitskräfte. Tradition und Moderne begegnen sich oft in Lochen. Und welches Bindeglied könnte hier besser sein als Kultur? Und von der gibt es reichlich in der Kulturwerkstatt. Wir sind hier ein Haus im Einklang mit der Natur,
Eine Oase, wo vielfältiges Kulturprogramm stattfindet, von Konzerten, Vernissagen, Performances und Theaterveranstaltungen angefangen, sind wir aber auch ein Seminarhaus, das verschiedene Kurse anbietet und Veranstaltern die Möglichkeit gibt, hier ganz individuell ihre besonderen Angebote zu verwirklichen. Wenn man den Blick vom Tannenberg in die Ferne schweifen lässt, dann versteht man auch, warum das Wappen der Gemeinde an den Tannenberg erinnert. Und so hat der Lochner gegenüber Karl Zuckmayer sogar noch einen Vorteil. Der Schriftsteller schrieb, als wär's ein Stück von mir. Der Lochner kann stolz sagen, ich bin ein Teil davon.